Le désir, pour moi, c'est quelque chose qui vient avant tout de l'intérieur. C'est une sorte de liberté, peut-être. Soit on prend la vague, soit la vague nous passe dessus, mais c'est inarrêtable. Tu mets quelque chose dans la poêle, c'est chaud, ça fait du bruit, tu fais quelque chose de croustillant, ah, tout de suite ça te donne envie. Et le désir, c'est pareil. Le désir, c'est on se touche, on se sent, on se regarde, on s'écoute. Et ça produit des choses à l'intérieur de nous. Je pense que le désir est venu quand j'étais petite par rapport à la nourriture. C'est comme ça que ça a commencé à se construire, par les couleurs, par les odeurs, par l'envie de toucher les textures, etc. Et puis en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que c'est pareil avec les humains. On a différentes textures, différentes odeurs. Et du coup, j'étais attirée de savoir comment les gens, la sensation de la peau, les odeurs de certaines personnes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer mes désirs. À un moment, tu vas trouver la combinaison qui te convient à toi, qui convient à plusieurs personnes, qui convient pas du tout. Mais tant que t'as pas essayé de mélanger différents éléments ensemble, tu peux pas savoir si c'est bon ou pas, en fait. Totales Chaos. Sie weiß selber nicht, wo ihr der Kopf wächst. Und auf der anderen Seite ein Mensch, der sich um alles kümmert. Also es ist eine sehr würde Mixtur, die irgendwie von allem alles hat. Aber wenn man sich die Zeit nimmt, dann kriegt man einfach so unendlich viel wieder. Wir sind in einer offenen Beziehung. Uns ist auch beiden klar, dass wir uns nicht alles geben können. En fait, on a déconstruit des traumatismes que je me suis infligé à moi. Comme par exemple, accepter d'avoir des rapports sexuels quand je le voulais pas, par exemple. J'ai laissé le désir de quelqu'un d'autre prendre le pas sur mes désirs à moi. J'avais l'impression que j'étais obligée de désirer ce que quelqu'un d'autre voulait. Alors que pas du tout. Voilà. Als Junge, mit homosexuellen Fantasien auch, oder bisexuellen Fantasien, ist es schwer, das irgendwie zu kommunizieren. Auf jeden Fall in einer Kleinstadt. Wenn wir nochmal zurückgehen zu meinem Teenager-Ich, dann war das auf jeden Fall gesellschaftliche Boundaries, die einem irgendwie gesetzt worden sind und wo man allein im Gespräch mit anderen Menschen herausgefunden hat, das ist okay oder darüber wird sich lustig gemacht. Als man so im Teenageralter gerade in dieser Pornozeit war und immer tiefer und tiefer sich in die Tiefen des Internets vorgedrungen ist. Oft war es so, dass man hat irgendwas, also ein Fetisch, den man vielleicht so selber nicht ausleben wollen würde, aber der hat einen so erregt in dem Moment, dass man halt sich quasi darauf befriedigt. Und dann im Nachhinein, wenn man gekommen ist und man ist befriedigt, sich anguckt, was man eigentlich gerade gesehen hat und denkt, wow, okay, wie bin ich denn jetzt hierher gekommen? Ich glaube, dass so grundlegende, basale Aspekte von Lust universell sind. Also, dass ich diese Party im Gehirn erleben möchte, das ist universell. Das wollen wir alle. Orgasmus bezeichne ich immer gerne als Party im Kopf, die da passiert. Das ist so, wissenschaftlich gesehen werden Botenstoffe ausgeschüttet in bestimmten Regionen des Gehirns und man wird zum Beispiel belohnt. Also im sogenannten Nucleus Accumbens wird Dopamin ausgeschüttet und das ist so unser Belohnungszentrum. Und das passiert auch, wenn wir Schokolade essen, wenn wir Kohlenhydrate, Zucker essen. Lust wird pathologisch in dem Moment, wo das Ausleben mich selbst oder andere gefährden könnte. Sobald
ich körperlich gefährdet werde oder andere Menschen oder aber auch Rechte anderer Menschen übertreten werden und die dem nicht einwilligen. Alle Fantasien, die man im Kopf hat, sind okay. Die sind normal, die sind okay, die dürfen sein. Die Gedanken sind frei. Wenn die in meinem Kopf sind, dann lebe ich die ja nicht aus. Und deswegen ist es total in Ordnung, jegliche Fantasie zu haben. Leider tendieren halt Menschen dazu, Sexualität und vor allem sexuelle Fantasien zu bewerten. Das führt natürlich dazu, dass die meisten Menschen dann gar nicht zugeben möchten, worauf die stehen, weil die Angst davor haben, dass andere Menschen die abwerten. Und das ist ja das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, wenn ich irgendeiner Person von meinen sexuellen Fantasien, von meinen Lüsten erzähle. Ich hoffe darauf, dass die Person sagt, hey, ist doch total okay, dass du darauf stehst und eben nicht sagt, oh, bist du krank, pervers, mein Herz runterschmeißt und drauf rumtrampelt. Gente de todo tipo. Y al caer la noche, pues dejan esa cara que la sociedad conoce, la cara de día, la cara, tu cara profesional, tu cara normal, tu cara visible, y dejan salir la otra cara, la cara oculta, la cara más animal. ¿Cómo será el lado oculto de esta persona? Eso es algo que a mí sí me excita mucho. Una de las cosas que más me sorprendió de Caro es que parecía tener múltiples caras, pero además caras que son completamente opuestas, porque la Caroline que yo conocí era una chica tímida, con muy buenas maneras, con cara de ángel, que no te hace esperar la otra cara que tiene, que es una cara absolutamente kinky y sucia. Le désir, ça dépasse ça dépasse le partenaire ou les stimuli sensoriels qu'on peut avoir. C'est pas seulement avoir une personne attirante en face de soi. Pour moi, ce serait pas, je sais pas, aller voir un stripteaser et dire ah, il est sexy, j'ai du désir. C'est pas ça, c'est vraiment global. Donc c'est moi, comment j'ai envie d'interagir avec ce qui m'entoure et comment ce qui m'entoure interagit avec moi. Et c'est... Ouais, c'est dans l'air, quoi. Je sais pas, ça irradie. Et je pense qu'il faut apprendre à comprendre ça, à comprendre comment on fonctionne. Donc moi, j'ai dû apprendre que bah, si j'avais du désir quand j'étais très jeune, peut-être au début, je pensais que c'était sale. Après, on apprend que c'est normal. Bon, après, si on en montre trop, on m'a fait le reproche d'exprimer mon désir. Warum darf ich als Mann dieses, jenes nicht? Aber so Lust zeigen ist als Mann total in Ordnung. Versus, und da ist so diese Doppelmoral der Gesellschaft, als Frau darf ich das nicht. In den Grundzügen ist männliche und weibliche Lust ähnlich oder gleich. Da sind wir wieder bei der Party im Gehirn. Wir wollen das gute Gefühl haben. In der Sache, wie man es auslebt oder wie Frauen und Männer fantasieren, da gibt es Unterschiede. Da muss man natürlich jetzt erstmal vielleicht erklären, wenn wir in der Psychologie sagen, Frauen oder Männer oder normalerweise in der Regel, dann reden wir von den meisten. Da kommt bei Umfragen ganz oft raus, die meisten Frauen, die fantasieren nicht von einem bestimmten Mann oder so, sondern von so, wie soll man das sagen, so eine Summe aus Erfahrungen, die man hat, von guten Gefühlen. Also, dass sie sich vielleicht gar nicht eine bestimmte Person, Frau, Mann, sonst wen, vorstellen. Männer wiederum, die sind da so ein bisschen anders, die sind eher Individuen fokussiert. Die fantasieren von anderen Frauen, Männern, non-binären Menschen. Und eine Person oder mehrere, mit denen man Gruppensex hat. J'avais cette phase dans ma vie où j'étais sous pilule, où j'avais assez peu de libido. Et en plus, je me sentais pas très à l'aise avec moi-même, que ce soit sur le plan physique, esthétique ou intérieur. J'ai arrêté la pilule et là, waouh, magique. On retrouve un cycle naturel et on retrouve beaucoup, beaucoup de désir et de libido.
es gibt zyklusabhängige Schwankungen, was die Lust angeht. Es gibt auch nach der Menopause, dass man mehr Lust hat und so, total normal. Es gibt einerseits psychologische Aspekte, einerseits hormonelle. Das Hormonelle ist zum Beispiel von Nicht-Regelblutung bis Regelblutung. In der Zeit gibt es immer weniger Serotonin. Serotonin ist so ein Stimmungsaufheller, also so ein Botenstoff. Dann wird wieder am Ende der Regelblutung Serotonin aufgebaut bzw. gespeichert. Und da hat man dann meistens auch mehr Lust auf Sex. Testosteron hat einen Einfluss auf Lust. Je mehr Testosteron, desto mehr Lust. Oder auch desto mehr impulshafte Sexualität im Sinne von, oh, ich habe jetzt Lust, das auszuleben. Deswegen wird auch zum Beispiel so in ganz extremen Fällen werden Testosteronblocker verschrieben. Das ist quasi eine chemische Kastration, weil man da weiß, okay, die haben dann kaum oder gar keine Lust mehr auf Sex oder irgendwas zu machen. J'ai eu des expériences avec des femmes. Ça a changé quelque chose parce que j'ai vu que je pouvais être désirée sans coller à ce stéréotype de femme très féminine. Que je pouvais justement jouer sur un côté androgyne aussi et que c'était OK. Donc en me sentant plus désirable, j'étais plus apte à désirer en retour et donc à explorer un peu plus. Heute ist Freitag, das heißt, es ist Showtime. Im starken Haus. Da ziehst du mich durch die coolen Kneipen ziehen, bin eine Drag Queen aus Berlin. Si on voit que les autres nous désirent, on a une meilleure estime de soi et donc on est plus désirant, etc. Enfin, ça lance la machine. Si on a l'impression de ne pas avoir de désir, bah, on peut peut-être expérimenter déjà avec soi-même. C'est peut-être plus rassurant que d'expérimenter avec d'autres. Donc on peut se faire une soirée, un date avec soi-même. Se prendre la soirée juste tout seul pour peut-être se masturber, je sais pas, ou acheter des jouets. Ça peut faire du bien. Et prendre le temps de se découvrir. Irgendwie interessant, vielleicht bei sich selbst zu beobachten, wann fängt meine Lust bei mir selber an, was braucht es, dass ich auf einmal lustvoll bin. Das kann der Zyklus sein, das kann irgendein Sound sein, der uns irgendwie antickert, das kann eine bestimmte Berührung sein, das kann ein Augenblick sein, das kann eine schöne Erfahrung von früher sein. Es gibt so viele Gründe, lustvoll zu sein. Und wenn wir da echt mal die Normen mal ausklammern und schauen, was bin ich eigentlich, wer bin ich, mit welchen Erfahrungen, dann kann man da, glaube ich, richtig tief gehen. Ich bin Marthe und ich arbeite normalerweise auf einer Palliativstation im Hospiz, als auch als Bestattungsassistentin. Befasse ich mich also schon auch mit Tabuthemen, wie jetzt zum Beispiel mit dem Tod, aber anderes Tabuthema, das mich schon seit längerem interessiert, ist eben Sex. Und dazu gebe ich Workshops auch auf Festivals und diversen Events. Der Punkt, warum ich das oft auch Solo-Sex benenne, ist, dass es mir wichtig ist zu sagen, das ist auch Sex. Und dass Sex nicht erst anfängt durch eine zweite Person. Das größte sexuelle Organ ist ja eigentlich das Gehirn. Und ich glaube, wenn das Gehirn sowas wie gute Erfahrungen im Leben glücklicherweise machen konnte und sich entfalten konnte, dass da einfach die Fantasie unbegrenzte Möglichkeiten bietet, wenn wir uns wohlfühlen, dass wir uns da einfach dem hingeben können und dass wir da lustvoll sein können. Das passiert in so Teilen des Gehirns, im sogenannten limbischen System, was evolutionär sehr alt ist. Das haben auch ganz viele andere Wirbeltiere und Säugetiere. Und wenn der Teil regiert, dann ist ein anderer Teil im Gehirn, nämlich genau der Teil, der hinter unserer Stirn sitzt, ausgeschaltet. Der darf nichts sagen. Dieser Teil hinter der Stirn, der ist für so kritisches Denken, vorausschauendes Denken und Handeln zuständig.
Wenn er aber ausgeschaltet ist und das limbische System regiert, da sind wir in Emotionen, da sind wir in Lust, da sind wir in unseren Gefühlen drin und da passiert genau das, was manche Menschen so beschreiben als, oh, ich war total in Ekstase, ich war plötzlich wie auf so Wolke 7, hab da geschwebt und bin völlig aufgegangen in meiner Lust, weil wir uns da hingeben, weil wir keine Angst mehr davor haben, wie der andere Mensch uns bewertet, weil dieser Kritiker, der hinter der Stirn sitzt, Sprachverbot hat. Pero que en un contexto determinado tener sexo en la calle o tener sexo delante de otras personas o algo así. Y cuando llega el momento, estás haciéndolo y no lo piensas, entonces todo es perfecto. Y luego una vez que ya ha pasado, piensas, dices, joder, ¿cómo he podido hacer esto? Dann sage ich nämlich vielleicht Dinge, die ich sonst nicht sagen würde. Dann mache ich Dirty Talk oder, weiß ich nicht, dann habe ich mir vielleicht einen Mund spucken lassen beim Sex, obwohl ich das im Alltag total ekelhaft fände. Ja, weil einfach dieses, manche Menschen mögen es animalisch nennen, andere vielleicht Trieb oder so, weil wir davon dann regiert werden quasi. Wie formt sich der Mensch oder das Werkstück unter meinen Händen? Wo gibt es Unebenheiten? Wo gibt es besondere Stellen, die noch Aufmerksamkeit brauchen? Performance-Druck auf jeden Fall. Nicht nur sexual, auch im Leben an sich. Ist auch ein Trauma, was ich erleben musste, quasi in einer Beziehung. Oder was mich bis heute verfolgt. Aber wie gehe ich damit um? Mit Offenheit, mit Ehrlichkeit. Ich versuche, das zum Ausdruck zu bringen, darüber zu reden und dementsprechend auch dann Akzeptanz und vielleicht auch diesen Performance-Druck wieder genommen zu bekommen, weil ich merke, dass mein Partner vielleicht, dem ist das gar nicht so wichtig, diese Performance, also den Druck, den man mir dann macht. Lust ist eventuell so eine Verbindung aus sexueller Erregung und aber auch so positiver Anspannung oder auch Hoffnung, Erwartung, dass dieses und jenes passiert. Die Anzahl an Lüsten ist, ich glaube, individuell verschieden einfach. Kann man neue Gelüste entdecken, beziehungsweise ist das veränderlich oder nicht? Bisher deuten alle Daten darauf hin, dass das, worauf ich stehe, meine sexuelle Orientierung, worunter wir eben wissenschaftlich auch Fetische oder Lüste oder bestimmte Fantasien packen, nicht veränderlich sind. Wie wir es rausfinden, worauf wir stehen, ist durch Selbstbefriedigung. Indem wir unsere Fantasie anregen, indem wir unsere Fantasie benutzen und mal darauf achten, welche Gemeinsamkeiten haben denn eigentlich die Fantasien, die mich zum Höhepunkt bringen. On ne peut pas se forcer à désirer, mais on peut prendre soin de soi. En essayant d'éliminer les causes du stress, en essayant de se sentir bien dans sa peau, etc. Et peut-être que ça relance la machine. By allowing yourself to touch many places, wake up your skeleton. Taste the music with the palms of your hands. Hug the trees, hug everyone. Allowing the tail to lick the walls of your pelvis. Let it lick. Yes. Lick, baby. Si j'ai pas de désir parce que je suis juste, je sais pas, avant mes règles, pendant mes règles, j'ai juste pas envie, ça me pose aucun problème de pas avoir de désir. Si c'est parce que je traverse une phase de dépression ou de stress, c'est un peu plus compliqué. Là, c'est un peu comme si je voyais tout en noir, en gris. Faut pas culpabiliser de pas avoir de désir parce qu'on fait une dépression ou quoi. Non, en fait, si on culpabilise, on se rajoute un poids, en fait, et ça va pas du tout aider. Keine Lust auf Sex zu haben, das
kann verschiedene Gründe haben. Ich kann einerseits asexuell sein, also Menschen, die gar keine sexuelle Erregung verspüren oder eben nicht dieses gute Gefühl beim Orgasmus haben oder so, also gar keine Lust haben. So, das ist das eine. Es kann aber sein, dass ich vielleicht auch eine Depression habe und deswegen keine Lust auf Sex habe oder keine Lust im Allgemeinen. Es kann aber auch sein, dass ich vielleicht gerade eine stressige Phase im Leben habe oder liebeskummerige Menschen kennen das ganz oft, dass es mir einfach emotional nicht so gut geht und deswegen habe ich keine Lust auf Sex. Wenn die Lust in der Partnerschaft weg ist und ich habe all diese Probleme vielleicht nicht, dann ist eben die Frage, was ist eigentlich anders in der Partnerschaft beziehungsweise in mir selbst, in meiner Bewertung dieser Person. Wenn da mal Lust war, kann man die ganz oft therapeutisch auch wieder entfachen. Donc si tu prends ton désir à toi, il est égoïste. Mais ça veut pas dire que tu veux le faire que pour toi. Lüste können sehr viele Probleme schaffen, aber nur, wenn man sie nicht offen kommuniziert. C'est un peu des deux. Il y a des désirs égoïstes et des désirs altruistes. Mais c'est jamais 100% altruiste, je pense pas. Puisque tu en retires quelque chose. Si tu en retires quelque chose, forcément, c'est un peu égoïste. Chloe versucht so ein bisschen ihre dominante Seite zu entdecken und vielleicht auch so diese ganze BDSM-Szene mehr reinzuschnuppern. Was ich auch interessant finde, aber was mich sexuell nicht so sehr erregt, dass ich sagen würde, ja, lass uns das sofort machen, peitsch mich aus, tu mir weh. In kleinem Rahmen bin ich dafür gerne zu haben, aber es ist eine Reise gerade bei ihr und ich habe auch keine Erfahrung, um sie an die Hand zu nehmen, um den Reiseleiter spielen zu können, weil ich selber gar keine Erfahrung habe. Und ich glaube, wäre besser für sie und es ist einfacher, wenn sie jemanden findet, der weiß, was er oder sie tut, weil dann einfach alles mehr Spaß macht. Et ça m'a fait peur, de pas avoir le contrôle sur dominer et parfois faire du mal par désir, mais sans savoir ce que j'étais en train de faire. Et ça, c'est pas bien. Je pense que c'est pas... Enfin, j'en étais pas consciente, du coup, je l'ai pas fait exprès. Mais ouais, c'est pas bien parce que bah, du coup, tu fais du mal et ça te fait plaisir. Et puis tu t'en rends pas compte. Et puis après, bah, du coup, je me sentais coupable. Et puis t'essayes de t'excuser, mais en fait, tu peux pas revenir en arrière. Donc il y a des choses que tu peux pas te faire pardonner. Et maintenant, je mets des barrières, tu vois. Je le fais de façon consciente. Et du coup, c'est beaucoup mieux qu'avant. Es geht nicht darum, einfach irgendwie sich auszuleben, so viel es geht. Es geht darum, den anderen glücklich zu machen oder sich selber glücklich zu machen, ohne den anderen zu verletzen. Me gusta que me golpeen, me gusta que me arañen, me gusta que me den latigazos, cosas así. Y a lo mejor hace un par de años no lo hubiera podido pedirlo ni quererlo. Creo que escalar y el deseo tienen algo en común desde el punto de vista romántico, de perseguir lo primero algo que nos parece imposible, algo sobre lo que tenemos una fantasía. El 99% del tiempo es perseguirlo y el 1% restante es conseguirlo. Y es el deseo de no tener algo es lo que nos mueve, al igual que escalar. Es la mayoría del tiempo fallas y fallas y fallas y fallas y en un porcentaje muy pequeño lo consigues. Pienso que muchas veces hay deseos que está bien que no se cumplan del todo. Porque creo que el satisfacer un deseo es la muerte de ese deseo. Entonces hay deseos que siempre tienen que estar ahí, que no se cumplan del todo porque te mueven. Y
y que una vez cumplidos dejan de tener sentido. Y hay veces que es mejor que sigan ahí. On n'est pas obligé de satisfaire son désir coûte que coûte. On n'est pas obligé de coucher avec quelqu'un et d'avoir un orgasme pour avoir un bon moment, en fait. La phase de désir, elle est vraiment importante dans la sexualité. Elle est vraiment, vraiment importante. Et ça fait partie du plaisir, je pense, de désirer. Thank you guys for coming for Dose of Pleasure. Connect to your power. Connect to